20.30 Uhr, Flutlicht und ein volles Haus. Es sollte eine denkwürdige Partie in der Foyt Arena werden. Im Duell des Tabellenzweiten gegen den Dritten war der Hamburger SV zu Gast und die hatten auch die erste Chance des Spiels. Bakary Yatta in der 8. Minute bringt den Ball über Ludovit Reis zum ehemaligen Heidenheimer Robert Glatzel und es machte Klatsch an den Pfosten. Früh in der Partie hätte Kevin Müller hier nichts zu halten gehabt. Danach nur noch der FCH. Florian Pick in diesem Fall gegen Heuer Fernandes, der hielt zu diesem Zeitpunkt noch die Null für die Hamburger fest. In der 20. Minute konnte er dann aber auch nichts mehr machen. Kleindienst bringt den Ball auf Tomala und der zu Beste und es klingelte. Der Ball im Netz, das 1:0 zu diesem Zeitpunkt für unsere Mannschaft, hochverdient, denn es spielte nur einer und das waren wir. 2 Minuten später wurde es noch besser. Wieder ging es über die rechte Seite. Da hatten die Norddeutschen richtig Probleme. Und Busch brachte den Ball zu Schöppner und der netzte 2:0 in der Höhe. Wirklich absolut in Ordnung. Und ich hatte es angesprochen, die Norddeutschen haben wirklich Probleme gehabt über die rechte Seite. Und der FCH versuchte das immer wieder auszunutzen. Dieses Mal ging es aber über links. Beste mit der Flanke, die zum Torschuss wurde. Und dann Pick. Wieder Heuer Fernandes. Er sorgte dafür, dass es hier nicht schon 3 oder 4:0 stand. 41. Minute. Einen gab es noch vor dem Pausentee. Tomala auf Kleindienst. Schöne Drehung. Und dann stand es 3:0. Heuer Fernandes ohne Chance. Der Torschütze, unsere Nummer 10, Tim Kleindienst, gleichzeitig unser Top-Torschütze. Nach der Halbzeitpause ging es erstmal genauso weiter wie im ersten Durchgang. Chancen satt für unsere Mannschaft. In diesem Fall war es Florian Pick. Und eine Sache, die konnte sich der FCH vorwerfen, aber wirklich nur eine. Und das war die Chancenverwertung. Dann aber mal der HSV, der wohl nicht oben mit dabei wäre, wenn er sich selber aufgeben würde. 72. Minute und auf einmal klingelte es wie aus dem Nichts. Dieses Tor stellte das gesamte Spiel auf den Kopf, denn auf einmal glaubte der HSV wieder dran und kam nur kurze Zeit später zum 2:3 Anschlusstreffer. Ausgerechnet Robert Glatzel, ehemals FCH-Spieler, machte hier das 2:3. Und es kam so, wie es in solchen Spielen dann irgendwie auch kommen muss. 88. Minute, der Ball kommt zu Bakary Yatta, der FCH verpasst es, die Kugel zu klären. Und mit links schweißt er den oben links ins Eck. Das ist sein schwächerer Fuß, ein wirklich zugegeben schönes Tor, das dann für den Endstand mit 3:3 sorgt. Eine glückliche Punkteteilung für die Hanseaten. Ja, zum ersten Mal verlorene 2 Punkte für uns tatsächlich, weil ich glaube bis zur 60., 65. hatten wir das Spiel komplett im Griff, gar nichts anbrennen lassen. Das Einzige, was wir uns in den ersten 65 Minuten ankreiden müssen, ist, dass wir das vierte Tor nicht gemacht haben. Wir hatten so viele Chancen, dann muss man den Sack zumachen, dann macht man das vierte und dann brennt gar nichts mehr an. So kriegt man halt das 3:1, ist glaube ich auch eine super Flanke gewesen, ein super Kopfball, ist passiert. Spielen wir trotzdem immer noch 3:1 und danach wird es einfach nicht passieren, dass wir hier noch 3:3 spielen. Ich glaube, nach dem 3:1 so, hat sich so angefühlt auch im Stadion, als ob ein bisschen Unruhe drin ist, ich weiß es gar nicht ganz genau. Nach dem 3:1 war es einfach so, glaube ich, dass wir immer einen Schritt zu spät in den Zweikämpfen waren, nur noch hinterhergerannt sind und dann kommt das eins zum anderen. Dann kriegen wir das 3:2 und dann kriegen wir halt noch das 3:3, wie es halt so typisch in so welchen Spielen ist. Fühlt sich gerade irgendwie so an, als hätten wir verloren. Also ist ganz, ganz schwierig, glaube ich, zu verarbeiten, weil du machst über 70 Minuten ein brutal gutes Spiel, hast den HSV eigentlich im Griff, kam nichts. Das Einzige, was ich vorwerfen musst, halt noch 4. oder 5. Tor zu schießen, aber am Ende musst du halt auch ehrlich sein, 3:0 oder 3 Tore müssen halt auch reichen. Also selbst wenn du gegen den HSV spielst, ist halt nicht so. Natürlich, die haben so viel Qualität, ja, die sind gut, aber am Ende des Tages müssen die 3 Tore trotzdem reichen, dass du heute hier den Heimsieg holst. Ist ja jetzt nicht so, dass wir hier irgendwie untergegangen sind oder so. Ich glaube, du guckst ja halt morgen die Szenen an, analysierst ehrlich, was jetzt wirklich falsch war. Und dann kannst du aber ja trotzdem, am Ende haben wir 70 Minuten gut gespielt. Also ich glaube, das überwiegt ja dann am Ende. Ich meine, natürlich ist das Ergebnis ärgerlich, aber über 70 Minuten ein gutes Spiel gemacht. Und gegen Nürnberg machen wir es dann am besten über 90.